Wir erhalten immer wieder Fragen rund um das Thema Installation einer Ladestation. Ich bin Samira Samii. Und ich bin Leopold Winter und wir zeigen dir heute, wie deine Ladestation zu Hause installiert werden kann. Ja, Samira, ich freue mich auf die Fragen, die du heute mitgebracht hast. Vielen Dank, Leo, für deine Zeit. Ich freue mich auch und ich würde sagen, wir starten einfach erstmal mit einem kleinen Überblick mit den ganzen Themen, die dich heute in unserem Video erwarten. Ich habe bereits ein Elektroauto oder ich plane die Anschaffung eines Elektroautos, um zu Hause zu laden. Was brauche ich alles dafür? Welche Anforderungen muss mein Zuhause erfüllen, um eine Installation durchzuführen? Stichwort Installationscheck. Wie installiere ich meine Ladestation zu Hause? Und zu guter Letzt, welche Kosten fallen für die Installation meiner Ladestation zu Hause an? Noch ein kleiner Hinweis, falls dich nur bestimmte Fragen interessieren, dann kannst du unten in der Videobeschreibung direkt zu der jeweiligen Frage springen. So Leo, fangen wir an mit der ersten Frage. Unsere Kunden planen die Anschaffung eines Elektroautos oder haben vielleicht sogar schon eins zu Hause. Was müssen sie alles beachten? Was brauchen sie dafür? Also mit dem Elektroauto selber haben sie schon mal den größten Schritt in Richtung Elektromobilität getan. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch die Ladestation am Wunschort. Aber Moment, woher wissen die Kunden, welche Ladestation sie brauchen? Also grundsätzlich gibt es eine breite Auswahl von Ladestationen im Webshop. Da gibt es da auch Funktionen wie beispielsweise den Fahrzeugfinder. Da gibt man Automarke und Modell ein und es werden die passenden Ladestationen vorgeschlagen. Oder du guckst dir das Video von Caro und Nico an. Die gehen nämlich Schritt für Schritt durch, dass du die passende Ladestation findest. Und alle Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Natürlich beraten auch wir dich im Direct Sales telefonisch oder auch per E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du ganz einfach unten in der Videobeschreibung. Ja, perfekt. Jetzt haben wir das Elektroauto, wir haben die Ladestation. Jetzt fehlt eigentlich bloß nur noch der Installationscheck und die Installation. Bevor du mit dem Ablauf des Installationschecks beginnst, Leo, kommen wir eigentlich schon zur zweiten Frage von unseren Kunden. Warum benötigen denn unsere Kunden überhaupt einen Installationscheck? Ja, im Grunde genommen ist nicht jedes Haus, nicht jedes Gebäude, Garage, Stellplatz gleich. Und dementsprechend haben wir immer individuelle Ausgangssituationen, die wir vorab prüfen. Leo, vielleicht kannst du grob beschreiben, was dabei eigentlich gecheckt wird. Ja, grob kann ich es auf jeden Fall beschreiben. Wir machen natürlich noch viel mehr. Starten wir einfach gedanklich mal beim Hausanschluss. Da wird gecheckt, ob der überhaupt fürs Laden eines Elektrofahrzeugs geeignet ist. Springen wir mal gedanklich kurz weiter zum Stromverteilerkasten, da wo die Sicherungseinbauten sind. Da wird eben geprüft, ob genügend Steckplätze vorhanden sind, welche Sicherungseinbauten gebraucht werden und ob gegebenenfalls schon welche übernommen werden können. Dazu habe ich eine passende Zwischenfrage von unseren Kunden, Leo. Sprechen wir hier von größeren Umbauarbeiten oder was kann man sich genau darunter vorstellen? Also im Stromverteilerkasten sind es meist nur wenige Einbauten. Und wenn wir jetzt nochmal zum Hausanschluss schauen, da sagt man in der Regel, wenn der 1990 oder früher erneuert wurde, ist er quasi ready fürs Laden eines Elektrofahrzeugs. Okay, danke schön, Leo. Aber welche Bauarbeiten können denn noch auftreten? Was würdest du sagen? Also ich habe es jetzt da schon mehrmals gesagt, es ist immer je nach individueller Ausgangslage. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal zum Installationsort begeben, da ist schon eine Zuleitung vorhanden in Form von einer CE-Steckdose zum Beispiel, dann könnten wir die übernehmen in der Regel. Oder auch der Kabelweg dann theoretisch können wir uns sparen, beziehungsweise die Entfernung vom Stromverteilerkasten zum Installationsort, die Meter, Wanddurchbrüche beispielsweise. Zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, wir prüfen deine Hausinstallation nach Herz und Nieren und dokumentieren das Ganze in einem Prüfprotokoll. Da gibt es aber ganz schön viel zu beachten. Aber ich glaube, unsere Kunden interessiert es jetzt mal, welche Aufgaben haben sie denn jetzt eigentlich? Keine. Auch wenn unsere Kunden fragen, ob sie selbst die Leistungen erbringen können? Okay, so hast du es gemeint. Ist grundsätzlich kein Problem. Einfach darüber sprechen, was eben in Eigenleistungen erzielt werden möchte, um Kosten zu sparen. Wenn er zum Beispiel es kann und möchte, kann er gerne den Spaten noch in die Hand nehmen, aber ist kein Muss.
Gutes Stichwort, Leo. Kosten. Sind diese auch im Prüfprotokoll enthalten? Nee, die stehen nicht im Prüfprotokoll, sondern die stehen ganz detailliert im Angebot selber drin. Es wird aber parallel im Prüfprotokoll gesendet. Alles klar. Dankeschön, Leo. Kein Problem. Jetzt habe ich ganz schön viel gesprochen. Ist aber im Endeffekt ziemlich einfach. Also zuerst kannst du den Installationscheck im Webshop beziehen, per Telefon oder per Mail. Einen zweiten Schritt machen wir dann einen Termin mit dir aus, einen Termin nach deiner Wahl. Im dritten Schritt führen wir dann den Installationscheck selbst durch. Du erhältst dann das Prüfprotokoll und das Angebot. Und ich sag mal, wenn du da immer noch nicht sicher bist, welche Ladestation möchtest du, du möchtest dich noch beraten lassen, dann kannst du doch sicherlich auch eine Beratung über einen Direct Sales bekommen, oder Samira? Aber selbstverständlich doch. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich unser Kunde gemäß unserem Angebot für die Installation entscheidet. Wie geht's weiter? Also es ist sehr ähnlich wie zum Installationscheck selber. Wir machen wieder zuerst den Termin aus, gibt es wieder einen Wunschtermin, danach fahren wir raus und führen die Installation selber durch. In dem Rahmen machen wir natürlich dann auch die Anmeldung oder Genehmigung der Ladestation beim Netzbetreiber und zu guter Letzt erhältst du ein Installationsprotokoll und natürlich die Abrechnung. Dazu erreicht uns oft die Frage vom Kunden, ob die Kunden nicht selbst ihre Ladestation gemäß des Prüfprotokolls installieren können. Nein, also dazu kann ich nur sagen, lasst die Finger davon als Laien. Lasst es bitte von einer zertifizierten Elektrofachkraft durchführen. Mangelhafte Elektroarbeiten sind Gefahr für Leib und Leben. Guter Hinweis, Leo. Also bitte, liebe Zuschauer, drauf achten. Sehr wichtiger Hinweis. Kommen wir zur am häufigsten gestellten Frage unserer Kunden. Was kostet der Installationscheck bzw. der Installationsservice? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Ist natürlich immer wieder individuell der Ausgangslage, ist ganz klar. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Beim Installationscheck und Installationsservice liegen wir zusammen bei ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro. Aber wie gesagt, ist immer individuell. Super, Leo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, gern. Danke auch dir, Samira. Und danke auch an unsere Zuschauer. Wir hoffen, dass du mit unserem Video und den ergänzenden Links in der Videobeschreibung für das Zuhause-Laden gewappnet bist. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann beraten wir dich natürlich immer wieder gerne individuell und nach deinen persönlichen Anforderungen. Ruf uns gerne hierzu einfach an. Oder schreib uns gerne eine E-Mail oder nutze sogar gerne das Kontaktformular auf unserer Website. Wie immer findest du alle Links unten in unserer Videobeschreibung. Oder ihr habt so eine Frage, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das Video hat dir gefallen? Dann hinterlasse gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abonnement. Und wir elektrifizieren dich die Tage wieder. Oder du hast eine Frage auf kurzem Weg, schreib's einfach in die Kommentare. Hä, ich war noch nicht fertig. Vor allem, ich hab's auch falsch gesagt. Aus Anschluss. Das war gut, gell? Hab ich mit den Kunden gespielt. Oh Gott, das Ding, die nehmen für alles auf. Das ist nämlich hoher Strom und das ist falsch. Es gibt keinen hohen Strom.